Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sovisland. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, Grüße geht erstmal raus an Dakini Dream, Fadoom und den Nico Wagner. Vielen Dank für eure Kommentare. So, ja, was haben wir geschafft in den letzten Folgen? Ganz schön viel haben wir geschafft. Wir befinden uns gerade auf unserem kompletten Lehmdach. Es ist komplett aus Lehm und es ist nicht eingebrochen. Ja, die ersten Maps und die ersten Häuser haben sich gelohnt. Ich finde den Schattenwurf so extrem. Guck ich das mal an. Richtig gut, oder? Und meine übersteile Rampe auch. So, was ich hier eigentlich vergessen habe, ist eine Tür nach vorne zu bauen. Er hat eine Tür vergessen, der Tim. Es ist so klar. Und wir müssen natürlich ja auch hier raus, ne? Sprich, wir müssen hier noch weiter bauen. Ich wollte hier eine Piazza hinbauen. Und zwar kommt hier nochmal ein Feuerchen hin, ein großes. Und ja, ich bin mal gespannt, wie wir das so hinbekommen. Ich würde heute mit dem Feuer beginnen, dass wir von da hinten endlich mal umziehen nach hier. Und lassen das eine Feuer da einfach eiskalt ausbrennen. So leid mir das auch tut, Feuer. Wir haben dich so lange am Leben gehalten, ne? Wahnsinn. So, Hunger hat er, wie bekloppt. Wir trinken erstmal ein bisschen Wasser. Das ist erstmal gut für Magen. Ne? Dann hat er sich ganz so leer und so verkrampft. Und ja, bin mal gespannt. Was habe ich gerade in den Kommentaren gelesen? Ich freue mich schon ganz doll auf den neuen Patch. Stell dir vor, Fisch. Proteine und sicher dann noch sonstiges Getier. Oh, ich freue mich da auch so mega drauf. Es wird auf jeden Fall mal Zeit. Aber solange wir dies noch nicht haben, genießen wir den Aufenthalt hier mit unseren noch fünf, ja, ich glaube fünf leckersten von der leckeren Kokosnüssen. Ja, wir sind auch ein bisschen müde. Es wird auch Nacht. Es ist etwas blöd gelaufen. Ne? Das Problem ist, ich wollte ja ein Feuer machen. Dafür brauche ich jetzt Holz. Bitte warten. Und zwar Feuerholz. Ich nehme das mal mit. Das darf jetzt ausbrennen. Aber wir werden uns eine Fackel bauen und das Ganze rüber transportieren, sodass wir nicht qualvoll uns nochmal ein Feuer errichten müssen. Problem ist, ich müsste eigentlich noch eine Tür reinbauen. Will ich auch noch. So, lass uns erstmal basteln, bevor wir saumüde werden. Dann haben wir ja auch endlich Licht, Leute. Endlich. Was habe ich denn gemacht? Ist doch in der Hand, ne? Ach so. Sah nur so aus, als ob er nichts hätte. Klar, und wir kriegen wunderschöne Bark. So, das ist das Feuerholz des Vertrauens, wollte ich gerade sagen. Eigentlich völliger Blödsinn. Jetzt müssen wir nur gucken, wo ist die Mitte. Ne, sieht man alles so schlecht, verdammt. Also es wäre hier schon eine schöne Mitte, auf jeden Fall. So. Und da dürfen wir jetzt erstmal Holz lagern. Wir machen das mal randvoll. Bark geht ja auch. Ne, dann haben wir das schon mal weg. Einfach schon mal eine Feuerstelle errichten. Lag da noch was? Nee, ne? Also ich glaube, das ist sehr mittig. Man sieht es ja an der Rampe auch. Und wir holen uns jetzt mal dieses ganze verfluchte Barkzeug, was ich hier überall auf meine... Das ist kein Bark, das ist ein Messer. Verteilt habe. Sorry, dass es dunkel wird. Wir müssen ein bisschen wach bleiben, damit wir auch dunkel haben gleich noch. Hell gleich kriegen. Sonst haben wir die ganze Folge dunkel. Also erst spät ins Bett gehen, sozusagen. So. Machen das Ding mal rappelvoll. Werden das heute noch entzünden. Und dann gehen wir ins Bett. Erstmal entsorgen wir hier, damit der Strand nicht so versaut und versifft ist. Ach, das mit der Tür ärgert mich aber jetzt, ne? Ich müsste eine ganze Wand abreißen. Wir kriegen die Ressourcen ja wieder. Und neu bauen. Weil wir müssen ja irgendwie auf unsere Piazza kommen, ne? Hier will ich noch so ein Zäunchen hinhauen, so ein bisschen. Und dann kommt hier nochmal ein Vorhaus hin, was aber sehr viel einfacher gebaut wird mit Blättern etc. Ne? Mal schauen, wie wir das alles so machen. Und auf dem Dach soll ja auch noch was. Mal gucken, wie viel Zeit uns bleibt. Ich werde so ein extra Video machen, falls ich meine anderen Speicherstände noch aufmachen darf. Werde ich alle Häuser mal so abfilmen und ein kleines trauriges Video machen, was wir alles angefangen haben. Aber ist ja Early Access. Vom ersten Haus bis zu dem hier. Boah, jetzt sehe ich gleich gar nichts mehr. Aber wirklich überhaupt nichts. Das wird nicht viel bringen, ne? Hier so im Dunkeln rumzueiern. So, Hunger hat er schon, ne? Wir werden aber mit Appetit im Bett gehen. Ist einfach so. Dann essen wir morgens die Kokosnuss. Machen wir jetzt auch, nachdem wir das Bark da reingemacht haben. Und dann müssen wir eine Fackel bauen. Oh, keine Auswahl zum Springen. Lalalala. Zack. Boah, ich sehe das Feuer, also die Feuerstelle kaum. Ah, ich werde das heute Nacht nicht schaffen mit dem Feuer. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Hat mir meine Ziele wieder zu hoch gesteckt. Seil. Hatten wir noch Seil in der Bude? Ich glaube, wir haben alle... Ne, wir hatten noch welche. Das finde ich doch nie im Dunkeln. Muss mal reingucken. Ich würde mich allein schon über ein Patch mit einer Tür freuen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das so schwer ist zu programmieren. Eine Tür. Aber der Entwickler will das ja alles wirklich sehr, sehr genau machen. Klar weiß ich, wo Seile sind. Depp.
Ich habe doch hier mein Lager mit Seile gemacht. So, ich entschuldige mich für die Dunkelheit. Das ist das Leben. Aber wäre geil, wenn wir da schon tatsächlich eine Feuerstelle hätten, ne? So, ein Seil? Ne, gar nicht. Das war kein Seil. Verdammt, das war was ganz anderes, was wir brauchen. Jetzt muss ich es im Dunkeln finden. Das ist natürlich tricky. Umso mehr Zeit wir verplempern. Das ist ein Messer. Das ist eins. Umso mehr Zeit wir verplempern im Dunkeln, desto schneller wird es wieder hell, wenn wir schlafen. Das ist ja mal so ein kleiner Vorteil. So, was habe ich gerade gelesen? Noch 9 große Updates, bis der Multiplayer kommt. Das hört sich schon mal spannend an. Also wenn die Roadmap passt, dann ist das so. War das Seil dann? Ich glaube ja, ne? Komm, dann schaffen wir doch heute schon, das Feuer zu entzünden. Mal ander Ding. Uah, ist das warm. So, ein Fackeli. Wenn die ausgeht, sieht einfach wie so eine Rakete. Okay. Das ist natürlich eine Mini-Feuerstelle, die wir erstmal hegen und pflegen müssen. So, leichtes Feuer, oder? Die Fackel verschwindet im Nichts, wenn wir sie jetzt weggestellt haben. Ich wollte noch ein paar Barks holen. Hier sind mir noch einige Bark. Oh Gott. Ich dachte, jede Sekunde, die wir hier im Dunkeln vergeuden, besser für den Tag am nächsten. Ausgeruht sind wir auf jeden Fall gleich. Der Angelsteg, der muss vorher noch schick gemacht werden. Steine muss ich hier noch drum rumliegen. Ist eher ein großer Akt, der noch vor uns ist. Viel sinniger hier rumzugehen, oder? Zack. Okay, die Feuerstelle wird schnell ausbrennen. Muss man aufpassen. Dann haben wir nämlich eine Fackel und so weiter für umsonst gebaut. Das brauchen wir ja nicht. So, irgendwo noch Holz, großes. Hier, diese Barks sind natürlich schön. Aber weg sind sie, Gott sei Dank. Aber Pompaba. Das waren sie, ne? Hier ist noch ein. Das ist zu verbrennen halt sehr schnell, ne? Das verbrennt halt sehr schnell, das Zeugs. So, ich muss aber langsam echt in eine Pofe. Zack. Ah, ist schon eine große Feuerstelle. Sie wird noch glimmen bis morgen früh, oder? Gehen wir ins Bett. Jetzt haben wir viel zu viele Feuer. Das Bett muss auch mal umgebaut werden. Nein, nicht 10, nicht. So, das wird doch kein 12 Stunden brennen da, ey. Ich bin mal gespannt. Zünden wir einfach ein neues Feuer an. Das andere brennt ja auf jeden Fall. Oh, er legt sich vernünftig hin. So, 10. 9. Fackel ist aus. Oh. Das ist auch ausgegangen. Nein, das war völlig umsonst. Die Sonne kommt raus, verdammt. Er ist aufgestanden sogar. Hat Durst. Naja, das ist morgens normal. Da habe ich auch mal Brand wie eine Bergziege. So, ein kurzer Schauer nur dazwischen, ne? Kann das sein? Hab doch jetzt nicht geträumt, dass es geregnet ist, oder? Oder hat, meine ich natürlich. So. Mal 4 Koksen zu leer sippeln sollte doch lang. Okay, machen wir 5. Weil wir haben echt viel. Viel überleben! So. Dann ist das Feuer ausgegangen. Yippie, das kann ich ganz neu machen. Macht aber nichts, weil... War jetzt halt mein Fehler. Die Fackel ist aus, alles ist aus. Gut, das war ja nicht das... Also eigentlich war das schon das Ziel des Spiels heute. Aber ich darf wieder eine neue Fackel bauen, alles. Soll ich essen, ist der Kokosnuss? Die wollte ich ja nicht zerkloppen, nein, Gottes Willen. Gebe mir ein Messer in die Hand. Natürlich trinke ich die vorher, das wäre ja völlige Kokosnuss-Wasserverschwendung. So. Dann ist der Magen auch ein bisschen gefüllt mit, jetzt mit Flüssigkeit und dann mit Festen. Das gefällt ihnen ganz gut. Toll, jetzt habe ich ein Feuer völlig umsonst gemacht. Ey, das habe ich auch nie geschafft. So. Kloppeli-klopp. 1, 2, 3. Ausdauer ist wieder da. Nochmal 2 Kokosnüsse fürs Wasserfangen. Dann müssen wir eigentlich mit den Kokosnüssen auch rüberziehen. Das ist ja doof.
Ausdauer ist gut. Hunger und Durst werden damit dann auch problematisch nicht mehr werden. Mein Gott, dann Deutsch. So, aufgegessen beide, okay. Sind ja auch leer, passen sie sehr gut nach da. Hä? Da ist noch was drin, nur wie blöd. Das ist kein Kokosfleisch. Okay, Bug. Buggeli Bug. Sieht aus, als ob da Wasser drin wäre. Jetzt nicht mehr, okay. Nehme ich dich auch nochmal. Entbacke dich. Sehr schön. Aber da ist Wasser drin. Mm. So. Gut. Dann hole ich mir irgendwo mal Holz. Hier war bestimmt irgendwo ein Stamm. Aber richtiges Holz. Das ist ja kacke mit den kleinen Holz, die ganze Zeit hin und her rennen. Der einzige Erfolg, den wir jetzt feiern dürfen, ist, dass wir den Barkhaufen weg haben. Wir haben also unsere Basis entbarkt. Boah, ich kann das Wort nicht mehr hören. Ne? Wie oft habe ich das Wort Bark gesagt in den letzten Folgen? Ja, einfach zu viele davon. Das ist Kackholz. Da kriegst du auch nichts Vernünftiges mehr bei rum. Gar nichts. Wir haben auch wirklich Mini-Mangroven, wurde mir gesagt. Also es gibt schon wirklich viel größere Mangroven. Eine sehr große Mangrove haben wir mal gefällt. Das, man darf nicht die beiden nehmen, ne? Nein. Ich nehme natürlich eher lieber den großen Sticky. So, los geht's. Auf zur Basis. Das müsste für ein Grundfeuer. Wir müssen jetzt nicht sofort entzünden. Wir lassen das einfach mal Feuer sein. Machen uns eine neue Fackel und transportieren unser Feuer dann zu den ausgebauten Riesenfeuer. Oh ja, das wird cool. Bevor wir dann weiterbauen können. Schaut, was ich hier rauskriege. Erstmal zwei von denen und dann ganz viel Bark. Und ja, dann sieht man wenigstens mal, was man hier macht. Kann ich springen mit dem Ding? Nee. Shit. Sag mal, komme ich nicht hoch. Das ist kacki. Das ist äußerst kacki. Nichts gut. So. Low Forest. Baumschumpfmann. Naja, markiert haben wir unsere Stelle ja. Hab ich gut gemacht. Brauch Ausdauer. Ah, oh, mein Zimmer sind gerade 31,6 Grad bei der Jahreszeit. Also echt Hammer. Nein, musst du denn jetzt kaputt gehen, du doofer Axtkopf, ey. Das ist echt behinderte Axtköpfe. Sumpa. Jetzt muss ich einen Slate suchen. Mann. Hey, ich brauche eine Pickaxe. Das wäre cool. Und schon mal einen Small Stone mit. Eine Pickaxe wäre es echt nicht schlecht, oder? Dann könnten wir die Stones einfach mal so bauen, wie wir sie wollen. Das wäre doch einfacher für uns alle. Ah, oh, ich dachte, wenn. Einer davon beiden wird schon nachgeben. Ah ne, guck mal hier. Sehr geil. Ein Nigel-Nagel, neuer Axtkopf. Gut. Danke. Meine Frau freut sich, warum? Wegen den Axtkopf? Sie freut sich, weil ich Nigel-Nagel, neuer Axtkopf. Da ist er. Ich nehme nur Axtköpfe, Steffi, weil die länger halten. So. So. Kommt her. Ihr werdet ein wunderschönes Feuer ergeben. Ja, genau so. Ich brauche hier nicht sortieren, das kann alles da rein. Zap, zap. Noch viel ist es ja nicht, ne? Aber wenn Steine drumherum sind, dann hält das Ding einfach länger. Boah, das ist ja gar nichts. Das ist ja schlimmer als gerade. Kleiner. So. Auf. Ich brauche dickes Steinzeugs, Holzzeugs. Das ist ein Stone Chisel. War das Stone Bar? Gerade überlegen. Lalala. Schon lange nichts mehr gebaut, ehrlich gesagt. Schon lange nicht mehr gebaut. Lass uns mal schauen. Hier ist er doch gewesen. Bin ich auf dem Holzweg, oder?
Ich war auf dem Holzweg. Nein, was hast du denn da auf? Kannst du nicht mehr löschen. Wartet. Drin ist drin. Kehr. Huh. Stomba war falsch, ne? Das ist doch ein Messer. Nein. Schüssel. Schüssel? Ach Gott, das war ein Schüssel, ne? Oh, nein. Sollte das denn nicht geben? Scheiße. Ich habe vergessen, wie das geht. Weil ich brauche ein paar Steine. Wir liegen ja Tonnen rum, ja. Aber ist schon ein bisschen peinlich. Man vergisst ständig immer, wie die Sachen funktionieren. Jetzt habe ich ja keinen Bar mehr. Ne? Jetzt habe ich alles verschisselt. Mal das Ding. So. Und ja, da könntest du einen Hammer rausbauen, das weiß ich. Aber ich glaube, ich habe mich da einfach nur ordentlich vertan. Ja, das wird auch nicht viel bringen. Oh, was ist das denn? Ja klar, ist ja kein Bar. Verdammt. So ein Theater immer. Gut, komm. Wird das schon wieder. Es wird schon wieder richtig. Ich glaube, wir sind im Sommer. Lass uns mal ein paar Steine sammeln. Und zwar mit dem Rucksack auf den Rücken. So. Form und Farbe. Hier ist nochmal ein Bar. Hier ist nochmal ein Bar. Hier ist ein Messer. Hier ist alles voller Zeugs, ey. Shit, ey. Viel zu viel. Stony, Stony, Stone. Hier liegt ja alles voller Stone. Ich habe eigentlich damit geplant, eine Pickaxe zu bauen, eine Spitzhacke. Und die dann so schön benutzen und was zerkloppen. Aber das hat nicht funktioniert. Oh, schon voll? Hä? Zu schwer. Er ist zu schwer. Das ist die Logik daraus, wenn man viele Steine in der Tasche packt. Haha. So. Dann rennen wir mit deinen Steinchen, Kollege. Und machen uns unsere zentrale, geile, gemütliche, supi-truppi Feuerstelle. Da will mit Steinen upgraden. Will ich aber nicht. Ich sag nicht, ich kann das jetzt hier nicht bauen. Ach, warte mal. Blödsinn. Habe den Stein, egal, am Ende verändert sich das eh optisch. Zack, zack. Unsere niegelnagelneue Feuerstelle. Zwei Stück noch. Steini. Jetzt muss ich zwei Steine suchen, 8 Stunden lang. Kann ich mir vorstellen bei mir. Da sind sie. Gut versteckt. Nicht. Schon angeschmettert. Oh, ich muss hier rasieren. Mein Bart gestört mich. Ich habe mir den Bart wachsen lassen, aber das stört mich massiv. Wir sind im Mundwinkel in den Mund reinwachsen, so schief. Kann man natürlich schneiden lassen oder schneiden, aber. Tada! Schöne Feuerstelle. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. Na, sind hier neue gewachsen? Nein, da fliegen nur neue rum. A little bit Holz. Und du darfst abbrennen. Wie fühlst du dich dabei, Feuer? Dein Ende ist gekommen. Hier ist ja noch ein Stamm. Ist auch noch gut. Prügel ist. Erstmal die Blätter wegprügeln. Kann man, brauchen wir später direkt auf jeden Fall viel Blätter. Was, das alles? Verarschen nur was, ey? Für so ein Klotz die ganze Arbeit jetzt? Können wir vielleicht ganz reinstecken da, oder? Dann wäre das auch, dann wär's auch safe. Okay, heute ist es aber nicht so anstrengend. Heute ist mal entspannt, ne? Neues Feuerchen. Oh! Große Feuerstelle. Freut er sich, der Timmer. So, da müssen wir nochmal eine Fackel bauen, ne? Dann darf das andere Feuer. Oh, guck mal, hier ist ja auch noch ein dicker. Ja, ein dicker wird. Das wird genauso ein kleiner Misthaufen werden, aber egal. Oh, den krieg ich direkt. Sehr schön.
Nimm dies. Edna. Ast. Nein, ich komme nicht ran. So, die ganzen Palmblätter. Oh Gott, das wird noch so eine Maloche hier. Mal gucken. Also ich hoffe, wir werden viel fertigstellen. Weinen werde ich aber nicht, wenn der neue Patch kommt. Wie gesagt, heute kam einer, aber der hat damit nichts zu tun gehabt. Was? Das hat auch noch reingelegt, das ganze Ding? Hab ich das nicht gedacht. Heftig. Hier hinten war noch... Okay. Müssen noch Fibers liegen. Ach, mal wieder verdeckt. Nicht das hier, nein. Hauen wir das mal weg hier. Stirb! Wow. Können wir auch verwenden später. Die liegen ja neben uns. Oh, geil. Deswegen hat man einfach ein gutes Gefühl, wenn man die Dinger einsammelt. Guck mal, was hier rumliegt. Ein dicker Ast, ey. Das ist gutes Brennholz. Aber scheiß Wetter. Nur noch am Regnen bei uns, ey. Dann müsste das eigentlich Sommer sein, oder? Dann müssen doch die Mangroven endlich Früchte tragen. Vielleicht muss ich mich leider weiter von zu Hause wegbewegen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ich habe im Internet, ach, ich habe Bilder gesehen, wie die Sonnenuhren gebaut haben. Super interessant. Eine Sonnenuhr. Ja, was muss ich jetzt machen? Hier, Fackel würde ich doch machen. Super interessant, mal eine Sonnenuhr zu bauen. Boah, das wird immer wärmer, mein Zimmer. Da, ey, das passt für die Jahreszeit ja gar nicht. Kack die aus. Zack, ein bisschen dämlich beim Regen, das jetzt zu entfachen, ne? Ist aber so. Das ist nämlich fast leer. Das Feuer darf jetzt wirklich ausbrennen. Ich habe noch nie ein Feuer mit Stein ausbrennen lassen. Ach, guter Sprung. Und das ist natürlich eine dicke Feuerstelle jetzt. So. Ich wollte gerade mal das Feuer da so reinlegen, aber es müsste... Das ist ja auch die Fackel. Nee, darfst du nicht reinmachen. Wahrscheinlich ist schon zu voll. Einfach mal so hinpacken. Kann ich springen mit dem Klotz hier, oder? Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Was war das? Feuerstelle, geht nicht aus! Bleib an! Wir bleiben bei der Feuerstelle. War das ein Blitz? Nein, ne? Das habe ich so im Augenwinkel gesehen. Vielleicht könnt ihr mal zurückspulen. Ich weiß nicht, was es war. Was war das denn jetzt? Ein Bug. Das ist wie explodiert. Die ganze Mühe, das ganze Video basiert darauf. Dann bleibt die uns wohl erhalten. Nein, ist sogar kein Gewitter. Heide Witzka, was war das? Okay, ich muss das Feuer wieder weiterhalten. Sehr unheimlich, was hier so passiert manchmal. Lieber Entwickler. Uiuiui. Was passiert eigentlich, wenn ich eine ganze Kokosnuss ins Feuer lege? Was, ich höre auch kein Rauschen. Gar nichts wahrscheinlich. Feuer, was ist passiert? Ich schnall das nicht. Gar nichts passieren. Ah, heiß ist hier, heiß! So. Noch ein Fiber rein. Ein Titan Tinder. Okay, ja, das ist jetzt seltsam, ne? Gut, jetzt habe ich ein bisschen Bammel, was zu planen hier dran, ey. Ist ja Hammer. Wow, das war knapp. Was ist da jetzt passiert?
Also vor der Stelle gewesen. Was war das? Muss ich das überlegen, wie weit das Ganze gehen soll. Nicht wundern, ich baue einfach, was die brauche, reise wieder ab. So. Ganze nochmal oben drauf. Kommt nochmal eine richtige Etage hin. Schwierig, was ich gerade hier plane. Wirklich schwierig. Was? Wo baut er denn hin? Guck mal, da ganz hinten. Was machst du denn da? Hör auf. Bau doch ganz normal. Boah, wie weit der weg ist. Hör auf. Dann muss er hier auch noch Pillar hin. Wie hält das? Ah, ich müsste das hier halten. Ich will ja nicht drauf laufen. Und so halbe Wände hier. Bin mal gespannt. Also bin ich mal gespannt. Ob das was wird. Ja? Schon wieder Regen. Es regnet, mein Gott. Okay. Schnüremaschine. Oh, ist das geil hier drin, das Geräusch. Also die Mischung aus Holz und Stein wird fantastisch aussehen. Holz und Stein, sag ich schon. Holz und Blättern. Mal schon auf achten, dass er auch draußen ist, der Knoten. Fuck. Nein, das finde ich doof. Weil die Maserung dann anders ist. Kann ich drehen? Naja, muss ich mit leben. Mal wird einbrechen. Schlechtes Gefühl. Viel Arbeit für den Arsch am Ende. Warum will er den denn nicht so? Kann er mit Maus halt nicht drehen. Ach, fuck. Einer muss ja immer mit da, muss er dagegen sein, ne? Und hier müsste der eigentlich auch hinsetzen können. Ach Quatsch, mit Soße, sind noch lange nicht so fertig. So, wartet, so sind die doch gar nicht fertig. Timmer. Ich bin nicht so doof, wie ich aussehe. So. Okay. Falscher Knopf. Ja. Mein Gott, dreht sich aber extra alle falsch rum jetzt, ne? Okay, ein Meisterwerk. Es wird ein Meisterwerk. Das wird aber halten, weil ich ja nicht drauf laufe. Hier ist direkt falsch rum. Seht ihr die beiden? Also, das ist eine Sauerei-Spiel, ehrlich. Da.
Es wird so ein schönes Haus. Ich muss hier ein bisschen beeilen wegen dem nächsten Patch, ne? Da habe ich ein bisschen Bammel. Das haben wir also wieder gesetzt. Dass ich schlagen nehme. So. Das Ganze möchte jetzt gerne. Achso, ich muss den Modus jetzt noch verlassen. Blätter haben. Boah, was ein Wetter, ey. Hier ist natürlich noch nur ein paar Zippels drin. Also von sich aus wäre das so mega hübsch, ne? Schon lange her, wo wir die hier rausgerissen haben. Ich kann nicht springen, weil ich ein paar Blätter in der Hand habe. Ernsthaft? Darf ich mit den Scheißdingern immer außen rumrennen? Das ist nichts gut. So. Okay. Was, das war nur mal für ein Fenster, das gereicht? Scheiße. Boah, was ein Wetter, ey. Hui. Muss ich jetzt aber schon mal ein bisschen was trinken. Füllt sich ja neu nach. Füllt ja auch irgendwo den Magen. Für kurz. Wie gesagt, geht aber schnell wieder raus. Das ist das Problem. Ein bisschen Blätter haben wir ja hier. Ich will aber nicht so viele verpulvern, wegen Palmen. Ne, ihr wisst ja, wenn ich die Palmen kaputt mache, sind die weg für immer. Aber ich glaube, da bleibt uns nichts anderes übrig. Oder wir bauen noch Stein weiter. Aber dann lieber das andere Dach. Oder Ecke da, die ich da noch vorhab. So, boah, ein dickes Bündel, ey. Kann ich übersehen. Der kleine Hunger kommt und die Sonne auch. Ah, die Dinger darf ich auch benutzen, die Blätter, ne? So. Ah, das ist dumm mit den außen rumlaufen jetzt. Komme ich da dran? Doch, komme ich doch. Brauche keine Fenster da oben. Sicher, dass ich noch Fiber Rope brauche. Oh oh. Natürlich, er muss ja alles zusammenbinden, ne, der Lümmel. Oh Gott, dass er so gerne zusammenbindet. Ich muss ja erstmal alles am Palmen-Mopeds hier zusammensammeln. So. Schon viel, ne? Da regen wieder auf. Mein Feuer ist explodiert. Es ist explodiert. Mit einem lauten Knall sogar noch. Aber ich glaube, ja, das war ein Bug. Dass das Feuer komplett verschwindet. Wie soll das denn irgendwie wissenschaftlich erklärt werden? Unmöglich. Die ganze Mühe, weißt du, die ganze Mühe für das Feuer. Und das ist ja auch eine fette Planung gewesen, dass ich da ein Feuer hinhaue. Das muss ich irgendwie improvisieren. Vielleicht verstärke ich da das Leben aus Stein und versuche nochmal mein Glück. Genau in der Mitte. Wie das von alle? Kann man vor viel mehr vor. Scannen? Nein. Sind ja viele. Meine Steine lasse ich hier erstmal die großen. Die stören nicht so. Ich bin gespannt, wie das aussieht gleich.
machen wir erstmal die andere Seite. Dann sehen wir schon mal den Winkel wenigstens. Psst. Oh, du Idiot, ey. Wie kann der denn so schlecht springen? So. Na, fuck. Seile. Oh, das wird schwierig. Das wird tricky. Das mit den Seilen. Okay, das ist nicht schwer, weil wir eine Mangroven für bekommen. Habe ich eins hier verpulvert gerade? Ja, es wird nie lang. Es wird dunkel und wir sind schon seit 35 Minuten am Basteln. Scheiße. What? Darf nur eins liegen. Das ist ein super Lager. Schon aufgelutscht. Wir müssen die Ecke da fertig kriegen. So. Oh, das sieht jetzt schon genial aus. Können wir gleich auf dem Rückweg sehen. Seil. Seil, Seil, Seil. Oh, das wird so gut aussehen. Ich weiß, dass das gut aussehen wird. Hier. Ist hier noch eine versteckt? Noch eine? Ich brauche noch ein zweites Seil. Ah. Habe ich noch was im Hinterköpfchen gehabt, ne? Gut. So eine Ecke mal fertig machen. Verdammt. Hätte ja mal reichen können. Gute Seil. So. Oh ja, das sieht geil aus. Sieht aus wie meine. Als ob das eine Frisur hätte, mein Haus. Eine grüne. Oh, das wird so gut. Oh yeah. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Es wird leider eh wieder Nacht. Feuer brennt. Gucken wir, ob wir das große noch rein. Ach, guck mal hier. Haben wir Seil ohne Ende. Nein, noch nicht. Hier haben wir noch Seile ohne Ende. Wir können da ein Dach übers Dach bauen. Komisch. Wie gesagt, dann müsste hier auch noch eine Tür hin. Da oder da auf der anderen Seite. Aber da kriegen wir die Rohstoffe ja grob wieder, ne? Solange noch hell ist. Ist halt nur eine extra lange Folge, ist ja egal. Guckt ja eh keine Sau mehr. Alle hassen mich. Alle hassen mich. Von Depressionen. Das sind zwar die guten Seile, aber Jacke wie Hose. Für was anderes bräuchte ich ja momentan nicht. So, mein Computer ist warm. Nicht einstürzen. Dach, ne? Denk dran. Ach, da fehlt noch... Na, toll. Hab ich so viel kaputte Seile gehabt? Ja, Holz habe ich gleich reingeschmissen. Hier fehlt ja noch alles. Ich habe schon gewundert, warum ich zwei Seile da reinhauen musste. So. Ich würde aber an der Stelle aufhören und mich auf die nächste Folge freuen, wenn wir das hier fertig bauen. Oh, das wird so gut aussehen. Wir brauchen halt nur sehr viele Palmblätter. Das heißt, danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, sagt Leuchterauge.